Wir waren einmal im Bus, okay, und der Leo hat sich ohne Witz, er hatte Dünnschiss und er hat sich einfach angekackt. Real Talk. Ich hab mal eine Unterhose geborgt, er gibt sie mir zurück und ist einfach angeschissen. Das war auch vor eineinhalb Jahren, Leo. Moin, Leute. Was läuft? Ich wollte eigentlich sagen, Servus, Leute. Digga, jetzt hab ich die Anmoderation komplett vergessen. Ich bin mal im Haus. Was sagen wir? Servus Leute, ich begrüße euch heute wieder zum neuen Video auf meinem Kanal und ich hoffe, es sieht nicht behindert aus, weil manchmal schaue ich so nach rechts, weil wir filmen mit Leos Kamera, weil meine Kamera gerade die Termine hat und wie man vielleicht sehen kann, ich bin... Ist jetzt auch bessere Qualität, das muss man auch sagen. Alter, du Drecksack. Auf jeden Fall bin ich komplett verschwitzt, wir sind mitten im Leck Day, beziehungsweise Leo ist gerade gekommen und ja, jetzt geht's auf jeden Fall weiter. Ich habe jetzt, Strecke habe ich schon hinter mir, das heißt, wir starten jetzt bei Beinpresse rein. Und ich muss jetzt erstmal aufwärmen und dann geht's heute ja ins Training. Der Fettsack war einfach gerade essen. Alter, das sieht so komisch aus, wenn ich immer noch nach rechts reinschaue. So geile aber Qualität. Aber Quali ist Bombe. Also, jetzt wird gepumpt, Freunde, und ja, let's go. Diese Übung geht sowas von rein, gönnt euch mal. Das ist diese Beinpresse hier. Warte, steh mal kurz auf. Unilateral, ich sag's euch, die ist einfach nur Killer. Falls ihr die noch im Gym habt, gönnt euch die auf jeden Fall. Das finde ich viel angenehmer als so eine, wo du so drinnen liegst und sozusagen mit beiden Beinen presst. Die geht einfach 10-mal mehr rein. Also probiert sie aus. Ich würde sagen, wir schauen mal kurz zu Leo, was dieser Fettsack so macht. Wir haben uns um 16 Uhr vereinbart. Hast du einen? Wir haben uns um 17 Uhr vereinbart. Dann schreibt der Manuel 16 Uhr. Ich so, Bro, 16 Uhr schaffe ich nicht. Ich bin noch in der Stadt. Ich sag, 16 Uhr schaffe ich nicht, Alter. Ich bin noch in der Stadt. Dann sag ich, Ausrede. Halt die Fresse, Alter. Weißt du, wie viel Stau war der Ring? Die Straße war gesperrt von der scheiß Polizei. Oder? Alles gut, voll Moped, da? Mit der Vespa von meiner Schwester, weil mein Moped kaputt gefahren ist, wenn mein Moped von der Straßenbahn überfahren wurde. Das Leben läuft, Jungs. Schaut euch mal diese Laufbeine an. Halt die Fresse, ich drück so viel wie du im Missgeburt. Trotzdem sind die Beine so dünn wie mein Finger. Nein, schon, ja, es kommt mehr Leute. Alter, ich fühle mich wie so ein, keine Ahnung was, ich schau immer darüber. Jetzt wieder, dass meine Kamera da ist. Geh mal lieber das Gewicht. Ja. Da will er wieder flexen. Alter, aber einfach mal 25er oder 20er Scheibe drauf. 25er und 5er. Und er redet währenddessen. Ja, also so easy die Wadenmaschine. Das nenne ich flexen. Leo hier währenddessen mit seinen 10 Kilo Brusthaltung. Erst, ich bin auch am... Erst, ich werde in so ein schlechtes Licht dargestellt. Nein. Wie viel drückst du mal an den Bank? Wir haben dich alle. Drückst du Bank? Ja? 80. Wie viel mache ich? 100. Ja. Ich muss auf die Lände achten. Bruder, ich bin sowas von einer Lendenwirbelsäule gerade. Schon schwer? So schwer, Alter. Oh. Weißt du, was geiler würde ich mich da draufsetzen? Mach. Eigentlich würde es gehen, oder? Ich glaube. So mit Gewichtsverlagerung und so. Ich kann halt faul fahren, wenn ich filmen kann und ich setze mich an. Junge, wir machen schon wieder nur Scheiße, Alter. Ich höre dir, das Geilste bei deiner Ausführung, wenn du trainierst, ist einfach dein Gesicht. Du bist so hässlich. Nach dem Training gibt es die Ladung eher aus. Im Geschmack Wildberry heute. Ich habe mal wieder meinen Shaker vergessen. Was ist mit dir? Leute, ich weiß euch, ich vergesse immer meinen Shaker, beziehungsweise ich habe immer im Shaker den Shake drinnen. Der wiege immer 30 Gramm daily mit. Deswegen kann ich halt dann nicht zum Shake die eher aus reinmischen, weil das dann einfach trotzdem schmeckt und deswegen. Immer in einer Plastikflasche. Ich trinke daily so circa 4 bis 5 Liter. Wie schaut es bei dir aus? Ich kann es nicht so genau sagen, aber... Auch 3, 4, oder? Mindestens auch fast 5. Trink das nicht, Freunde. Ich trinke so fucking viel. Ich schwitze aber auch wie eine Sau. Und bezüglich des Videos, Leo, erklär mir mal kurz. Es ist jetzt einfach nur, es geht wirklich nur um... Fun. Genau. Es ist einfach nur ein Leg Day, den wir heute mitnehmen. Wir wollen es geht darum, zu cringe zu sein. Ja, genau. Alter. Also Leute. Tut uns ja cringe den. Alter, letzt bei der Straßenfrage.
Der war ein richtig unangenehmer Moment. Und dann schaut es irgendwie das andere, sagst einfach cringe in Haare. Hab ich gesagt, ja, was das war das? So unangenehm. Digga, ich verstehe kein Wort, was du laberst. Wurscht, ist auf jeden Fall mega cringe. Und die Leute haben safe auch gefunden. Egal. Das ist der Moment, wo Leo merkt, er labert nur Scheiße. Leo, übrigens, wir haben den übelsten Stress. Wir müssen in 25 Minuten fertig sein. Du hast noch nicht mal deine Übung begonnen. Zwei Leuche auf einem Fleck. Nummer 1, Nummer 2. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Leo, wirklich krank, was seine Beine angeht, was die Kraft angeht. Ich meine, man muss sagen, du hast schon gut was auf den Beinen aufgebaut, aber halt, du weißt, was ich meine. Halt noch nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden, muss ich trotzdem sagen. Weil meine Beine im Gegensatz zu vor einem halben Jahr. Das stimmt. Gut, Leo hat dir wirklich sehr dünne Beine und auch was die Kraft angeht. Wie viel hast du jetzt drauf? Ja, jetzt, das ist noch nicht so viel, aber. Hast du das in 60? 120 also. Plus nochmal 30, 150. 160, ja. Das ist schon krank, Alter. Plus nochmal halt den 50 Kilo. Aber das sagen wir jetzt nicht dazu. Das ist eigentlich. Also einfach Zusatzgewicht 160 Kilo. Auf jeden Fall krank. Wie viele Sätze machst du jetzt davon noch? Noch 3 mit dir als 12 Minuten. Passt. Dann geht's weiter zur Beuge. Ich werde mich dabei zum Beuger verpissen, damit wir möglichst Zeit sparen, weil wenn wir da beide an der Übung sind, dann ist das auch nicht so vorteilhaft. Ja, komm, Hanni, let's go. Chillig. Ich schwör's, während dem Satz habe ich mir gerade gedacht, was kann ich jetzt Geiles und Lustiges bei Leo machen? Ich wollte eine Flasche nehmen und dich absolut anschütten. Perfekt. Das ist der Moment, an dem man sich einfach nur schämen sollte. Chillig. Was sagen Sie zu diesen Prachtbeinen da links bzw. rechts links? Neben Ihnen? Unglaublich. Es wird. Es wird nicht. Sie wachsen einfach nicht, Leo. Erst die wachsen komplett. Du bleibst immer ein Soletti-Stand. Danke. Aber die Qualität von dieser Kamera ist einmal so krank. Wenigstens das ist gut, weißt du? Eine Sache, die du richtig getan hast. Started from the mud, now you see us going up. Numbers never lie, now you see us blowing up. People used to front, now you see them showing up. So what's up, I've been down and out below. Was sagst du eigentlich zu meiner Legend? Dein Arsch ist. Ich hab mir gedacht. Ich hab mir eigentlich gar nichts gedacht. Ich mag ja persönlich die Oldschool-Maschine lieber, der Manuel lieber die Newschool-Maschine. Aber im Top-Gym haben wir richtig, richtig geile Oldschool-Maschinen. Das stimmt. So nice. Aber ich finde auch richtig geil, wie du Oldschool sagst. Alter, du sprichst das aus wie kein anderer. Ich bin Österreicher. Beinbeuger wäre jetzt auch durch. Habe ich 4 Sätze heute gemacht. Und 4 Sätze habe ich Strecker gemacht. Und 4 Sätze Beinpresse. Das heißt, Lechte läuft auf jeden Fall. Ich schaue es euch. Pump sitzt auf jeden Fall, man sieht es jetzt da eigentlich nicht, aber ich würde sagen, ein bisschen verbessern sich die Beine auf jeden Fall, beziehungsweise sie haben sich schon recht gut, sage ich mal, entwickelt für die Zeit, sage ich jetzt mal, seitdem ich Beine trainiere, aber es geht natürlich wie immer viel, viel mehr, das heißt, es wird dran gearbeitet. Jetzt sind wir schon am Ende vom Training, wie viel Zeit haben wir noch? Also wir haben so Stress, es ist 17.15 Uhr, wir müssen halt noch zum Spar und so weiter, Alter, ich schalte. Wir müssen jetzt noch einkaufen gehen. Und haben wir in einem extra Video abgedreht, ja. Und zwar eine kleine Masse-Tour für Leo. Ich werde ihm so erklären, was ich früher gegessen habe. Euch da draußen natürlich euch. Red weiter, komm, du schaffst es. Du schaffst es. Natürlich werde ich es auch erklären, einfach ein paar geile Mahlzeiten sagen, ein paar geile Nahrungsmittel sozusagen, die nice sind für Masse, auch für unterwegs und so weiter, für Leute, die sich schwer tun mit Essen und so weiter. Werdet ihr dann im Video einfach sehen, kommt auch demnächst. Also, und jetzt noch letzte Übung, Adduktoren. Ich muss sagen, Leg Day ist einfach das Anstrengendste der Woche. Fühl ich aber meistens mittlerweile. Ja, es ist einfach so komplett. Also, ich freue mich jetzt nicht so drauf wie auf dem Brustrückentag zum Beispiel. Beim Brustrücken macht einfach immer Spaß. Ja, das stimmt. Aber ja. Beim Beintag muss man schon sagen, ich steigere mich jetzt am meisten bei den Beinen und deswegen macht es auch am meisten Spaß. Leo, sag mal, was kurz war. Wir haben das Thumbnail gemacht. Manuel, ja komm, zeig mal Beine, zieh mal die Hose runter. Und in dem Moment, wo wir die Hose runter, beginnt es komplett nach Pisse zu stinken.
Komplett, einer von uns beiden. Du hast dich angepisst, ich schwör's dir. Wir waren einmal im Bus, okay, und der Leo hat sich ohne Witz, er hatte Dünnschiss und er hat sich am Rang gekackt. Das ist. Die Leute glauben, dass man. Real Talk. Ich hab mal eine Unterhose geborgt, er gibt sie mir zurück und sie ist einfach angeschissen. Sie ist einfach an, so Scheißstreifen. Das ist halt keine Lavazombie. Das ist weiße Hugo Boss Unterhose, die ich dir im Skiurlaub gegeben habe. Leute, ich würde sagen, an der Stelle ist genug Scheiße gelabert. Wir werden jetzt das Video beenden. Es war heute mal wirklich, es hat sozusagen einfach nur durch den Lächeln ein bisschen Scheiße gelabert, ein bisschen versucht euch zu unterhalten und einfach ein entspanntes Video. Oder wie würdest du es nennen? Verpisst euch! Nein, Freunde, lasst mich gerne wissen, wie euch solche Videos gefallen, wenn einfach ich und Leo euch durch ein Training mitnehmen oder was wir machen könnten, einfach mal durch die Stadt gehen und einfach wirklich nur in drei Stunden ein Video filmen, ja. Einfach die lustigsten Sachen sozusagen aufnehmen und ein geiles Video daraus zusammenfassen. Lasst uns auf jeden Fall wissen. Wie findet ihr die Art von Humor? Mehr, weniger? Oder die Art auch von Videos, nicht so jetzt einen ganzen Tag mit dem, sondern einfach mal durch ein Training, wie gesagt, einfach nur entspannen und einfach nur ein scheiße Labern und mal Spaß haben, Freunde. Also lasst uns das gerne wissen. Schaut bei Leo auf Insta vorbei. Startet wahrscheinlich auch bald mit YouTube. Und ja, hoffentlich bald. Also die Kamera ist auf jeden Fall. Genau, ich freue mich auf jeden Fall schon. Und würde uns auf jeden Fall freuen, wenn euch das Video auch gefällt, weil uns macht es einfach nur extrem Spaß, sowas aufzunehmen. Und wie gesagt, Freunde, danke für alles. Abonnieren, vergessen. Liken ins rechte Nasenloch. Perfekt.